Geschichte, die man die Bereitschaft erklärt, auf einen gemeinsamen Konsens, einen Weg zu finden, dass alle Beteiligten dann befriedigt aus der Situation herausgehen können. Das ist jetzt ein wesentliches Bild, aber ich glaube überhaupt jetzt auf das Rückhaltebecken. Das ist die aktuelle Abflussuntersuchung. Diese Abflussuntersuchung steht da, in welchen Bereichen bereits jetzt ohne Rückhaltebecken HQ30 und HQ100 entsteht. HQ30, für all jene, die es nicht wissen, was es ist, da spricht man von Hochwasser, dass alle 30 Jahre einmal die Wahrscheinlichkeit hat, dass es zu dem Ereignis kommt und von HQ100 reinspricht und davon, dass einmal in 100 Jahren die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Hochwasser in dieser Größenordnung passieren kann. Wenn so etwas passiert, dann sieht man das in den hellblauen und dunkelblauen Flächen, wie weit es noch dann vom Liebachbach und Lusenbach ausufert. Da haben wir den Liebachbach, da hier den Lusenbach. Und man sieht, dass bereits jetzt schon sehr viele Flächen vom Hochwasser stark betroffen sind. Das ist auch die Notwendigkeit, warum jetzt in diesem Bereich hier oben auch der große Rückhaltedamm errichtet werden soll. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass man eine Einigung findet zwischen den Grundeigentümern, die man ablösen muss, die im Dammbereich sich befinden, und jener, die im oberen Bereich des Dammbereichs liegen, wo noch dann Entschädigungszahlungen bezahlt werden sollen. Das nächste bitte. Was hat das jetzt besser? Das ist eine planliche Darstellung, wie dieser Damm noch ausschauen soll. Dieser hellgrüne Bereich steht in dem zukünftigen Damm da und wird maximale Höhe in etwa von 4 Meter erreichen und wird verlaufend links, rechts sozusagen als Erdwall angeschüttet. Worüber wir heute reden, ist das HQ10, das HQ30 und der HQ100 Bereich. Die violette Fläche, da spricht man vom HQ10 Bereich, da geht es darum, dass die Wahrscheinlichkeit einmal in 10 Jahren ist, dass man da ein Wasser sozusagen über die Ufer tritt, zuerst einmal vom Lieberbach und über die Lieberstromwolte nachher dann in den Lusenbach und von da aus nachher dann wird es so, dass es nachher dann aufgestaut wird, dass es nachher beim großen Werk dann geordnet dann ablaufen kann. Jetzt bei diesen Grundverhandlungen geht es darum, dass jene Flächen, die da hellblau dargestellt sind, komplett abgelöst werden müssen von Land und Bund und Gemeinde. Und auch diese grüne Fläche, wo der Dammbereich ist, muss auch zu 100% abgelöst werden. Alle anderen Flächen können weiter bewirtschaftet werden und da schlagt Land und Bund eine Entschädigungszahlung in verschiedener Höhe vor. Im HQ10-Bereich 2,30 Euro, im HQ30-Bereich ist es 1,60 Euro und im HQ100-Bereich wird es dann 1 Euro pro Quadratmeter. Mit dieser einmaligen Entschädigung sollen alle Ereignisse für die Zukunft dann auch abgegolten werden und je nach Berechnung kann man da halt auch dann die verschiedensten Größenordnungen nachher dann heraus, wie viele Jahre jetzt man mit diesem Geld auskommt. Aber wenn man jetzt davon her ausgeht, jetzt das HQ 10-Jährigen mit 2,30 Euro pro Quadratmeter auf einen Hektar, hat das 23.000 Euro. Und wie mir gesagt worden ist, liegt ein Schaden zwischen 1.000 und 2.000 Euro in etwa, was eintreten kann, wenn also wenn 100% Schaden entstehen würde, da kann man mindestens davon ausgehen, dass man auf jeden Fall an die 100 Jahre in etwa zumindest so wie schadensmäßig abgegolten wird mit dieser Entschädigungszahlung. Und ebenso auch bei den anderen Bereichen, das kann man sich selber dann auch gut durchrechnen, immer vorausgesetzt, dass die Ereignisse, wie gesagt, einfach in dieser Wahrscheinlichkeit eintreten. Was einmal einfach zu der Ist-Situation, so wie es uns auch im Programm erklärt worden ist, ist uns auch vom zuständigen Verhandler, vom Chefverhandler, von Herrn Schiller-Frem, auch näher gebracht worden ist,
die Preise, die ich hier genannt habe, also die Ablösepreise selber jetzt für Grundstücke, das heißt die Flächen, die man auf jeden Fall benötigen, ist ein Preis vorgeschlagen von 6,50 Euro. Diesen Preis hat ein Sachverständiger, der vom Land beauftragt worden ist, festgestellt. Er hat gesagt, das ist eine Preisspanne von 5 bis 7 Euro in etwa. Es hat einen Ausreißer gegeben, wo einmal im Lieferbereich 8 Euro bezahlt worden sind. Und in diesem Bereich werden Ackerflächen behandelt. Das ist einmal so einmal die Ist-Situation, was jetzt die Preise, was die Preise anbelangt und was jetzt der Bedarf ist, dieses Rückhaltebecken jetzt überhaupt umzusetzen. Das heißt, man muss Einigung mit dem Grundeigentümer finden. Dazu hat es viele Gespräche gegeben, nicht nur erst jetzt im letzten Monat, sondern auch schon vor vielen, vielen Jahren. Das hätte schon 2008 war schon so weit, dass das Projekt so weit projektiert war, dass man einen Zeitplan gehabt hat, wie man das Ganze umsetzt. Ist aber nicht zur Umsetzung gekommen, weil es immer wieder Behinderungen gegeben hat. Und jetzt ist es aber so weit, dass wir eben übermorgen die wasserrechtliche Verhandlung haben, was jetzt der Start für den Bau dieses Rückhaltebeckens bedeutet. Und was jetzt unabhängig davon, welche Einigungen jetzt mit den Grundeigentümern zustande kommen. Wir haben bereits über 20 Einigungen mit Grundeigentümern gefunden, wo wir teilweise auch Flächen abgelöst haben und teilweise halt Entschädigungszahlungen vereinbart haben. Das gibt's, das ist jetzt sozusagen der Status quo. Vor ungefähr einem Monat habe ich einen Anruf gekriegt und das muss ich jetzt auch in dieser Deutlichkeit sagen. Mir hat der Dr. Meierhofer angerufen von der Landwirtschaftskammer und hat mir gesagt, wenn ich jetzt sofort die Verhandlungen absage, dann wäre ich gegen die Wand vor. Das war mal so mal der Beginn. Jetzt von der Bauernschaft her, wo man gesagt hat, okay gut, wir müssen miteinander reden, aber sicherlich nicht auf diese Art und Weise. Es hat dann ein weiteres Treffen gegeben mit dem Herrn Bauernbunddirektor Donner, wo wir uns darauf geeinigt haben, dass es eine Infoveranstaltung geben wird. Diese Infoveranstaltung wurde von der Landwirtschaftskammer betrieben. Die hat auch dann da hier eingeladen und da sind auch sehr viele Grundeigentümer hier gewesen, wo ich zum einen Rede und Antrag gestanden bin und auch Personen, die beim Landthema angestellt sind und zum Feld etwas sagen können. Und da war mitunter auch der Sachverständigen dabei, der gesagt hat, okay, was jetzt die Preissituation ist. Der weitere Punkt war der, nachdem bei dieser Infoveranstaltung ist nicht ganz klar, aber was jetzt gefordert wird von der Bauernschaft, bin ich auf den Herrn Herrn Herzog und auf den Herrn Magister Baumann zugegangen und habe gesagt, es wäre gut, wenn wir konkrete Forderungen hätten, damit wir wissen, was jetzt zu verhandeln ist und auf welcher Basis wir einander begegnen. Das ist dann auch passiert, das war, glaube ich, Freitag ist das gewesen, nach Montag haben wir die Infoveranstaltung gehabt, Freitag sind sie noch dann bei mir gewesen, sie haben dann auch gesprochen, da war der Herr Fitsch Martin auch dabei und sie haben mir das Ganze präsentiert. Ich habe denen dann zugesagt, ich werde es auf jeden Fall weiterleiten an alle Gemeinderäte, was auch passiert ist, damit sich die noch dann in ihren eigenen Fraktionen darüber Gedanken machen können, zu dem Forderungskatalog, was jetzt die Bauernschaft jetzt an mich herangetragen hat. Und in weiterer Folge hätte es sollen, sage ich mal, Rückmeldungen geben aus den einzelnen Fraktionen, was aber leider nicht erfolgt ist. Wir haben von unserer SPÖ-Fraktion aus haben wir unser Angebot klar an alle Fraktionen gerichtet. Von den anderen Fraktionen ist nichts gekommen. Und so gesehen ist die Situation wie eben beschrieben und kommt jetzt direkt zum nächsten Punkt. Darf ich kurz unterbrechen? Bitte. Das Angebot der SPÖ-Fraktion an die anderen Fraktionen, das habe ich nicht gesehen. Auf der anderen Seite habe ich ein Angebot gemacht, in Absprache mit Ihrem Teil und dem Vizebürgermeister, dem zweiten Vizebürgermeister, dass wir am Dienstag eine Informationsveranstaltung machen, wo wir uns zuerst einmal von Herrn Martin Fitsch informieren lassen, im Detail, weil es mit allen ganz klar war, und in einem zweiten Schritt wir uns dann intern absprechen.
Das heißt, Informationen, die uns Gemeinderäten gefehlt haben, dass wir die gegenseitig uns darlegen, dass wir dann intern möglichst eine Einigung erzielen können. Zu dieser Informationsveranstaltung ist nichts erschienen. Es sind drei Leute von der SPÖ, die vorher bei der Umweltausschusssitzung anwesend waren, demonstrativ abgezogen. Der einzige Obmann vom Umweltausschuss war da, der Martin war da, und das war aber der einzige, der nicht bei der Fraktionssitzung im Montag dabei war, das heißt, der nicht informiert war. Also von Angebot kann ich nichts sagen, von Angebot ablehnen, meinerseits kann ich schon was sagen. Ja, das ist deine Sicht der Darstellung, wo du das Ganze bringst. Ich sage mal, mein Fraktionsführer, der Betonmaschiner Clemens Theil, war auf jeden Fall anwesend bei dieser Sitzung, er ist verspätet gekommen. Und es war immer ausgemacht von unserer Seite, dass sich die Fraktionsführer mal informieren und dann in den eigenen Fraktionen machen dann das ganze Gespräch. Und dass du ernannt bist als Fraktionsführer, dafür kann ich nichts. Wir haben halt unsere klaren Vorgaben, wie wir das machen. Fraktionsführer informiert sich und sitzt mit den anderen Fraktionsführern zusammen und geht aber dann in die eigene Gruppe, um dort das zu erläutern und zu besprechen, und dann kann man auch dann zusammensitzen. Aber das tut jetzt eh nichts zur Sache. Ja, das wird gut. Weiter tun, dass ich nicht alleine das Geld verschließen wollte, ja, mir selber, sondern dass ich das in der Gruppe. Aber ich führe das jetzt weiter aus, ich glaube, das interessiert jetzt nicht mehr. Weil ich bin jetzt im Wesentlichen darum, dass wir da jetzt eine Lösung finden. Dazu sind wir ja heute da, auch im Gemeinderat, nicht, dass wir einfach was auf den Tisch legen, sondern dass wir einfach den Fakten einmal aufzeigen, wie es ausschaut und welche Möglichkeiten wir als Gemeinde überhaupt haben. Ich habe da die Forderungen der Bauernschaft kurz zusammengefasst, wenn da etwas nicht stimmt, sollte das schreiben auf, von dem her, aber ich sage mal im Wesentlichen ist es das. Die erste Forderung war die Ablöse der Grundflächen in Höhe von 10 Euro, das ist eine Forderung, die seitens der Bauernschaft gekommen ist. Das Angebot von Land und Bund liegt bei 6,50 Euro aufgrund von einem vom Land in Auftrag gegebenen Schätzgutachten. Aus dem Jahr 2007, oder? 6. Das ist eine Sache, das ist jetzt eine Sache, wo der Sachverständige selber da war, bei der letzten Infoveranstaltung gesagt hat, das ist die Preisspanne, in der sich das Ganze bewegt. Und dieser Preis, die 6,50 Euro, ist ein Preis, der neulich zustande gekommen ist, weil er ein schöner Kunde an diesen Preis gesetzt hat. Der früher war er bei 5,80 Euro in etwa und hat auf 6,50 Euro seitens des Landes aufgebessert. Dazu ist zu sagen, auf die Frage, wir sind zusammengesessen, der Herr Herzog und der Herr Witsch und auch der Herr Bommer waren auch da, und ihr habt natürlich auch die Frage gestellt, wie schaut es aus, wenn wir da mit dem Preis nicht ganz zusammenkommen. Ihr sagt es 10 Euro, was ist, wenn ich 8 oder 9 Euro sage jetzt, was käme da bei heraus noch oder danach? Und als Kanzler, das ist nicht verhandelbar. Das war mal so die erste Position, die es gegeben hat. Das war die klare Aussage. Von unserer Seite, sage ich mal, oder von meiner Seite jetzt daher, wo wir als Fraktion übereingekommen sind, 1 Euro Aufschlag in Rücksprache mit dem Herrn Ingenieur Brehm, der gesagt hat, es ist auf jeden Fall gut, wenn wir schauen, dass wir im oberen Bereich drinnen sind, noch danach, und dass es noch nicht passen kann, die Bauern werden immer nur ausgenutzt, sondern wir sollten auf jeden Fall 1 Euro drauflegen. Diesen Euro, der wurde auch im Angebot der einzelnen Verhandlungen noch dann immer wieder zur Rede gestellt und auch angeboten und auch angenommen. Zweiter Punkt ist die Erhöhung einer einmaligen Entschädigungszahlung für Grundinanspruchnahme für Hochwasser im H-Prozent-Bereich. Da gibt es seitens der Bauernschaft die Forderung 3,50 Euro statt 2,30 Euro, im H-30 2,50 Euro statt 1,65 Euro, im H-100-Bereich 1,50 Euro statt 1 Euro. Das ist die Preisvorstellung, die 10 Euro von der Bauernschaft plus eben diese Entschädigungszahlungen, diese erhöhten Entschädigungszahlungen, die sie sagen, das ist zumindest das, was sie haben wollen. Dritter Punkt ist Entschädigung im Anlassfall plus einmalige Entschädigungszahlung im HQ-Bereich, so wie es von Land und Bund angeboten wird. Wobei dazu zu sagen ist, in ganz Österreich gibt es keine Gemeinde, wo ein Anlassfall plus Entschädigung gezahlt wird. Die Frage habe ich ja gestellt an einem gemeinsamen Zusammenkunft, war der Herzog und der Herr Magister Bommer von der Landwirtschaftskammer war, und der Herr Witsch-Martin, wo es darum gegangen ist, dass man
dass ich damals auch schon gesagt habe, tut mir schwer, wo eine Zustimmung zu finden jetzt auch in meiner Gruppe oder generell jetzt im Gemeinderat, etwas zu tun, was es in ganz Österreich noch nicht gibt. Und ich sage einmal, eine Entschädigung im Anlassfall haben wir öfter diskutiert, die war heute auch im Land drinnen, und habe mich bei den zuständigen Stellen erkundigt, wie es da ausschaut, und dem gesagt, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Und schlussendlich, sage ich mal, gibt es Gutachter und Sachverständigen, die klar feststellen, was Sache ist. Dazu sind sie ja da, dass sie faire Preise aufstellen. Und daran müssen wir uns, sage ich mal, im Sinne der gesamten Bevölkerung orientieren. Der nächste Punkt ist Baumaßnahmen, Räumung, Rekultivierung, falls man den mehr gestanden hat. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass wenn jetzt Baumaßnahmen für den Damm stattfinden, dass das Ganze natürlich dann auch wieder hergestellt wird, wenn irgendwelche Schäden dort im Rückhaltebecken entstehen. Und grundsätzlich wird das kein Problem sein, wird aber bei der Wasserrechtsverhandlung geklärt werden, ist mir gesagt worden, wo das dann eindeutig und gescheitert drinnen steht, dass das dann in